Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich zu meiner allgemeinen Einführung in das Programmieren. Wir sind jetzt bei der siebten Lektion angelangt und ich möchte hier den Vorteil einer Darstellung des Algorithmus eines Bildes näher bringen. Wir haben in der vorigen Lektion schon besprochen, wie wichtig es ist, eine Anweisung gut zu strukturieren. Und hier haben wir einen Algorithmus noch einmal dargestellt, nämlich das Türöffnen. Und hier habe ich das in Form eines Bildes dargestellt. Und hier wird eigentlich recht deutlich, dass man hier den Schlüssel nach rechts drehen muss, die Türklinke nach unten drücken muss und dann die Tür aufziehen muss. Das heißt, man sieht schon, dass in Form eines Bildes man Probleme, wenn man sie in Form eines Bildes gesehen hat, eine Abbildung gesehen hat, leichter lösen kann. Und so gesehen kann man auch Algorithmen in Form von Bildern darstellen. Das wird dann eine weitere Lektion dann uns dann näher bringen.